Du bist die Rettung. Funkelnagelneuer Caddy, Parkdeck 4. Ein Geschenk des Herrn. Ich komme sofort, warte auf mich. Bis gleich. Deine Zeit ist um, Vincent. Hast du mich geschlagen? Ich habe nämlich nichts gespürt. Das habe ich gespürt. Eins musste dir klar sein, Benedikt. Ich tue meine Arbeit gern. Das ist ausgesprochen unfreundlich, was Sie da tun. Ich weiß ja nicht, welches Problem Sie quält, aber ich bin sicher, man kann es auch ohne Gewalt aus der Welt schaffen. Ja. Okay. 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 Gut. Sie sind ja ein richtiger Hitzkopf. Ist er? Oh, sag bloß, es hat wehgetan. Die wichtigste Regel für die Bewältigung einer Krisensituation: zuerst verhandeln und dann angreifen. Ah, du verhandelst immer zuerst und dann greifst du an. Die haben gar nicht verhandelt. Sie wussten gar nicht, was für ein Gegner ich bin. Wer bist du eigentlich? Vincents Bruder. Wir sind Zwillinge. Das ist wahr. Ich mach Kleinholz von dir! Da! Sie haben keinen Respekt vor der Vernunft. Aber er hat eine Axt! Und ich habe keinen Respekt vor Leuten, die keinen Respekt vor der Vernunft haben. Sie sind eine überaus dumme Person. Und bestell deinen Brüdern, wenn sie sich mit mir anlegen, bekommen sie es mit meiner ganzen Familie zu tun. Ist toll, wie du die Leute auseinandernimmst. Eng! Also das ist großartig. Also eigentlich verachte ich Gewalt. Aber du machst das fantastisch. Hör zu, ich habe eine gute Idee. Wir beide sollten ins Geschäft kommen. Du gehst als Boxer und ich bin dein Manager. Ich glaube nicht, dass ich für Geld meine Fäuste einsetze. Kein Problem. Du prügelst dich und ich behalte das ganze Geld. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich, Vincent.